Ich hab im Jahr 2007 einen Film gemacht mit Maren Ade, Alle anderen. Das war eine Art Durchbruchfilm für Sie als Filmschauspieler damals. Und ich finde, dass Maren Ade in dem Film auf nahezu prophetische Art diese ganze Problematik vorweggenommen hat. Da taucht nämlich dieser Satz auf: Findest du mich eigentlich männlich? Und dann wird durchexerziert, was heißt es eigentlich? Dann malt sie mich an wie ein Mädchen, dann gesteht der Mann seine Schwäche ein, er sagt, er weiß nicht so richtig, was er machen soll beruflich und so. Und das interessante Phänomen ist, dass er darüber unattraktiv wird. Und das stellt sozusagen auch unser Wertesystem komplett in Frage. Also ist ein Mann, der schwach ist, ist ein Mann, der weich ist, er weint und weich ist, ist er überhaupt noch attraktiv für eine Frau? Ich finde, es sagt sich so leicht, aber ich kenne wirklich sehr viele Frauen, wenn man fragt, was findest du an einem Mann attraktiv, sagen, ich finde einen Mann attraktiv, der mich dominiert. Und die schämen sich auch dafür, dass sie das sagen, aber sie sagen, oh, das ist die Präferenz, ja, so sieht es aus. Und dieser Problematik muss man sich stellen. Ist sozusagen dieser Mann, den wir einfordern, überhaupt der, den wir begehren können? Oder müssen wir auch unsere eigene Sicht, auch die Frau sozusagen, nochmal hinterfragen? So.